Sowas Dämliches. Natürlich gibt es keine Fakten, muss man ja auch nicht. Das hatte ich auch davor gesagt. Akira Toriyama muss nichts bestätigen, wenn die Serie es schon tut. Warum muss er jedes Detail aus der Serie nochmal bestätigen im Interview? Das ist völlig, völlig dumm, was er da erzählt. So, und dafür hat er die 24 Stunden Stummschaltung bekommen. So einen Vollidioten habe ich gesehen. Und wenn er weiter, wenn er noch weiter so macht, dann ist er ratzfatz raus aus der Gruppe. Darf ich fragen? Ganz einfach. Also wer keine Fakten anerkennt und hier seinen Bullshit weiter vertreibt und nichts einsehen will, der hat in meiner Gruppe nichts verloren. Ganz einfach. Der hat nichts verloren bei mir. Da wäre ich wirklich böse, ey. Wenn ich so einen vor mir hätte, ich würde ausrasten. Ich würde ihn so voll quatschen. Und was ich richtig hasse, Coach, ja? Was ich richtig hasse, wenn man mit jemandem redet oder diskutiert und er dich auslacht, ja, und das alles lustig findet, was du schreibst. Sowas hasse ich wie die Pest. Sowas, da kann ich richtig abgehen. Das ist wie im wahren Leben. Das ist wie im wahren Leben. Wenn ich so einen Typen dann sehe, ja, und der mich dann auslacht, wenn ich ihm was erzähle oder sage, ja, und der mich dann anlacht, dann kann ich ausrasten. Ausrasten können die da. Verstanden. Weil das ist eine Respektlosigkeit gegen andere Menschen. Das ist eine Respektlosigkeit hoch 10, ey. Und sowas hatte meine Gruppe nicht verloren. Der hat nichts verloren bei mir. Ja, muss ich gleich nochmal gucken. Ich kann halt auf ein scheiß Handy nicht gucken, ne, weil das Akku leer ist. Darum würde ich nicht reinschauen. Und wir haben sowieso gerade mal noch 15 Minuten. Und danach schaue ich auf alle Fälle rein, was du geschrieben hast. Aber ich glaube mal, so wie ich dich kenne, wird das schon alles okay sein, was du geschrieben hast. Guten Abend. Aber solche Menschen hasse ich, wie die Pest. Wenn man mit dir redet und die dich einfach nur... Was bist du für ein Idiot? Weißt du, so in der Art. Was bist du eigentlich für ein Idiot, ja? Ich hasse das wie die Pest, solche Menschen. Ich... Nee. Sorry, aber da geht mir alles. Da geht mir alles. Sowas hasse ich richtig. Solche Menschen, ja. 6000 ist schon echt heftig, ne? So ein Hyperschutzreif. Aber der bringt auch ein bisschen was, ne? Also bei Tifa und bei Cloud würde er einiges bringen. Hm. Oh, ich weiß nicht, ey. 6000 ist schon heftig, ne? 12000 dafür, das ist schon... Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Erdner hier. Vielleicht mal ein paar 6 reindonnern. Ein paar Megatränke nochmal. Nee, aber sowas hasse ich. Sowas, so eine Menschen kann ich richtig ab. Jupp, ich hasse sowas auch und ich bin oft ausgeflippt bei sowas. Naja, ich nutze halt alles Wissen, was ich von euch habe. Und diese Fakten nenne ich. Genau. Ja, aber das, was er geschrieben hat, ist einfach nur Bullshit. Das ist einfach nur lustig machen, weil irgendjemand was anderes sagt, wie er denkt. Und darum ging es ihm nämlich einfach nur. Er wollte sich einfach nur lustig machen drüber. Hatte die lesen, oh, der Super Saiyan soll stärker sein. Und das fand er halt witzig. Ne? So sieht es nämlich aus. Und sowas ist nicht normal. So kann man mit Menschen, die man nicht mal kennt, einfach nicht umgehen. Man hat eine gewisse Respekt vor anderen Menschen. Ja, und wenn er mit dir ganz normal redet und dich aufklärt darüber oder dir irgendwelche Feeds und Fakten präsentiert, ja, und du das denn in Lächerliche ziehst und sagst, oh, das ist doch gar nicht 100%. Sorry. Aber sowas geht gar nicht. Und so eine hast du viel, besonders in die größeren Dragon Ball Gruppen. Nur so eine Vollidioten. Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Was meinst du, darf ich in der Gruppe zeigen? Ja, genau, zeig das mal. Mal sehen, was die dazu sagen. So, 51. Also wir machen nicht mehr so lang. Wie gesagt, bis um 8. Und dann ist erstmal vorbei. Ich schau mal kurz, wo wir lang müssen. Wir müssen wieder zurück, glaube ich. So, einmal komplett hier durch. Ah, ich finde scheiße, dass ich die Karte nicht mehr habe. Zuschauer, ja, bin ich auch gespannt, aber Richard wird wahrscheinlich richtig Gast abgehen gleich. Die Leiter der Sicherheitsbehörde, aber der ist ja nicht mehr bei mir in der Gruppe drin. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat
uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrechern niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Vor allen Dingen, wie er auch einen beleidigt, ne? Wo er sagt, na nur Kinder glomen noch daran, dass der Super Saiyan 4 stärker ist, ne? Also, so eine... Ach, ne. Der würde direkt eins ins Gesicht bekommen, ey. Der würde direkt eins ins Gesicht bekommen, ey. Ich weiß nicht, ob wir noch hoch müssen, also ob wir dort lang müssen. Warte mal, ich versuche mal nochmal. Da hinten nehme ich lang, aber... Nee, okay, das muss doch unten sein. Muss doch unten sein. Okay, okay, okay. Oder wir müssen wahrscheinlich auf die 34. Ebene, ne? Das kann auch sein, dass wir auf der 34. hoch müssen. Und dann... Na, irgendwas passiert doch hier gleich. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles ja, im Griff. Okay. Das Volk gut, ja. Ist bereits der naja, in meinem Post, beim Post, was ich gemacht habe, da war eigentlich schon alles aufgelistet, ne? Das war eigentlich schon alles so, wie es sein sollte. Das verstehe ich überhaupt nicht, Alter. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Na, siehst du, hast du gut kommentiert. War doch okay. War doch gut. War doch goodie. Ja, wenn, nee, die beleidigen, wenn du irgendwas jemandem sagst und du widerlegst seine Meinung, ja, oder schilderst ihm, dass es nicht richtig ist, was er sagt, ja, dann ist das Erste, was sie machen, wenn sie keine Gegenargumente haben, dann ist erstmal lächerlich machen, also man zieht das erstmal in Lächerliche, ja, um halt sich lustig drüber zu machen, was man da gesagt hat. Und gleichzeitig versuchen sie dich natürlich runterzumachen, indem sie sagen, du bist ein Kind oder hast keine Ahnung oder du bist bekloppt oder sonst dergleichen, ne? Das sind so die Vorgehensweisen von Leuten, die absolut keinen Plan haben, sondern einfach nur das Nötigste aus der Serie gehört haben, aber sich null weiter, weiter informiert haben über irgendwelche Sachen. Und so eine Leute hasse ich wie die Pest, ne? Also besonders, wenn man irgendwas in Lächerliche zieht. Also wenn man irgendwas sagt, mit jemandem redet und der dich einfach nur lustig drüber macht, ja, indem du halt, was du da gesagt hast. Und das finde ich richtig schlimm. Das finde ich sowas von schlimm. Kann man, fährt er hier nicht hoch oder was? Ne, der fährt nicht hoch. Doch hier. Muss ich hier erstmal ran. So, wir müssen zur... Wo müssen wir denn hin? Warte mal kurz. Muss mal kurz schauen, wo wir hin müssen. Mann! 64. Besprechungsraum. Schlüpf in die Herren... Ach, in der Herrentoilette müssen wir rein. Okay. Herrentoilette. Wo ist denn die Herrentoilette? Hier ist die 64. Ebene, ne? 64, ja. Wo ist die Herrentoilette? Hier, oder was? Ah, okay. Ach, die gehen da gerade rein. Vermutlich ja. Ah. Okay, und wir müssen jetzt zur Herrentoilette und müssen uns... Oha. Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Vor allem, wenn man die beste Staffel von Dragon Ball hat. Naja, also Dragon Ball hat schon auch seine Macken. Also Dragon Ball ist jetzt nicht das Nonplusultra. Aber es hatte sehr coole Ansätze und es hatte auch sehr viele... coole Charaktere, das muss man einfach sagen, das ist einfach so. Auch wenn es viele hassen und nicht leihen können,
Aber es wollte halt wieder zu seinen Wurzeln zurück, ne? Erstens das mit den Dragon Ball sammeln und im zweiten Teil hast du halt sehr vieles aus Dragon Ball Z, da wo halt sehr viel gekämpft wird, neue Gegner kommen und sowas. Na klar gibt's keine neue Form, weil der Super Saiyan ist ja halt nun mal das Maximum gewesen dort und es ging halt nicht mächtiger, ne? Also musste man halt diesen Super Saiyan halt weiter ausbauen, ne? Und mit anderen Gegnern versehen, aber wenn es halt nicht höher geht, so wie Akira das auch gesagt hat, was ich ja auch als Interview habe, wo er sagt, dass es das Maximum ist. Siehst du, das könnte ich nämlich noch da reinschmeißen. Das wäre noch so ein Indiz, ne? Also ich finde Dragon Ball GT auch gut, aber ich habe auch ein paar Kritikpunkte, also was ich nicht so gut. Also das mit Pan hat mich halt wirklich manchmal sehr genervt, aber es gibt auch gute Ansätze in Dragon Ball GT. Also wie gesagt, mit den ganzen Teufelsdrachen, dann die Geschichte mit Baby und so, dass diese alte Rache oder die Rivalität oder, ja, ist ja schon eine Rache, zwischen den Saiyajins und den Tsufurus. Das war schon ein cooles Thema, was die dort aufgegriffen haben. Und ich fand das cool, dass die das thematisiert haben, ne? Dass das wirklich, dass man das hochgenommen hat. Was müssen wir denn hier machen? Muss ich hier auf eine Toilette und scheißen, oder was? Muss ich hier rauf und scheißen? Nein, kleinen Klopapier. Hier? Ach so, mit meinem Haken. Habe ich ganz knapp vergessen, dass ich so einen Haken nur am Start habe. Volltreffer. So, dann schauen wir nochmal, was da passiert. Achso, der wollte ja belauschen. So was, ja. Genau. Ja, und... Ach. Ich verstehe das immer alles nicht. Du stehst hier Wache. Geht klar. Du stehst hier Wache, ja. Vielleicht mitkommen? Wo habe ich denn das scheiß Bild gehabt? Also, ich hatte doch das... Aber ich das scheiß Interview gehabt. Ich suche das mir gleich nochmal raus. Wenn ich mit Handy wieder online bin, dann sehe ich ja das, was ich alles gepostet habe. Und dann haue ich das auch nochmal rein in diesen Kommentar. Dieses Interview von Akira Toriyama. Und dann sieht er halt mal, dass Akira gesagt hat, dass in GT alle das Maximum erreicht haben. Also was will er denn eigentlich? Was will er denn? So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Okay, links geht nicht. Oder rechts geht nicht. Ah, er kann sogar nur links. Rechts geht gar nicht. Sehr langsam, muss ich sagen. Sehr langsam. Ich muss pullern und... Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher Ach, daran. Du Scheiße. Wirklich? Vielleicht. Nee, nicht das mit dem Schnurrbart. Doch, auch mit dem Schnurrbart, es steckt auch noch da drin und du hast es mir geschickt. Ja, also wenn du das findest, schmeiß es auch nochmal dort rein als Interview, dass er sieht, dass es auch ein Interview gibt und dass Akira selbst gesagt hat, dass an GT alle das Maximum erreicht hat und alle nicht stärker wurden. So, sorry, dass ich gerade nicht aktiv bin, ich bearbeite gerade meine Streams nach für morgen. Alles gut, Yumi, alles gut, alles gut. Jeder hat irgendwas zu tun, ne? Dass wir in Teamarbeit Stufenpläne alles gut, dafür musst du dich nicht, dafür musst du dich nicht rechtfertigen. 3, 5 und 10 Jahre alles kein Problem, Junge, sag ich dann. Ja klar, gibt es Kritikpunkte, aber die haben sich in Grenzen gehalten im Vergleich zu Super. Klar, kritisiere ich die Darstellung von Goku und wie geht dann Super. Aber würde deswegen trotzdem nicht so hassen wie die anderen. Ja, also die hassen das schon extrem krass, ne? Die hassen das schon extrem krass. Ja, also wenn du das Bild noch hast, wo das mit dem Schnurrbart, das war zu Battle of Gods war das. Das war ein Interview zu Battle of Gods, als Battle of Gods rauskam. Und da hat er das ja erzählt mit Dragon Ball GT, dass dort alle ihr Maximum erreicht haben und alle sehr alt geworden sind. Und das sollte eigentlich reichen. Damit hat er ja bestätigt, dass die aus GT alle stärker sind, alle Maximum. Also was will er denn eigentlich mehr? Besseres Indiz kann doch gar nicht geben. Nee, du musst andere Seite lang. Ah nee, das ist eine Materie. Die holen wir uns. Ich streame ja jetzt auch ohne Layout, so wie du jetzt. Deswegen will ich ja ein paar Sachen anpassen. Na, ich streame gar nicht ohne Layout. Ist doch ein Layout. Oder?
Weil du geschrieben hast, ohne Layout. Aber ich habe ja ein Layout. Das ist das Ori-Layout. Da fehlt halt nur das mit der Webcam und alles. Das habe ich natürlich nicht mehr drin. Ich habe natürlich ja auch diesen Header und alles, ja, für die Webcam. Aber das mache ich immer raus, weil ich ja im Greenscreen bin. Weißt du? Und bei Greenscreen macht sich halt so ein Rahmen halt scheiße um die Kamera, ne? Darum habe ich das nicht mit drin. Aber ich benutze sehr viele Layouts eigentlich. Fast immer die gleichen eigentlich, weil die immer ganz cool aussehen. Wir sind da. Nee, ja, meine ich ja. Ich habe keinen Rahmen, genau. Ja, und ich habe natürlich das Bild nicht in einen kleinen Rahmen drin, ne? Das habe ich auch nicht. Mit meinen eigenen Augen, hier auf unserem Flur. Ach so, okay, Ingame-Rahmen. Ja, okay, nee, das habe ich nicht, das benutze ich nicht. Weil ich als Zuschauer finde es auch immer blöd. Ich möchte auch das komplette Bild sehen. Klar ist das komplette Bild so klein gemacht und komprimiert, ja, also klein gemacht und in so einen Kasten reingeworfen. Aber das finde ich halt scheiße. Also ich finde es nicht gut, dass es so aussieht. Weißt du, lieber auf deinen ganzen Bildschirm verteilt, unten meine kleine Kamera reingedonnert. Kann ja auch ein Bild sein, ja. Oder du musst ja nicht mit Greenscreen machen. Du kannst ja auch ganz normal die Kamera drin haben. Das geht ja auch, haben ja auch viele. Das interessiert mich nicht. Aber so mit den kleinen Rahmen und dann so neben der Seite gepackt, das finde ich nicht gut. Was gibt es sonst? Also, es sieht ein bisschen doof immer aus. Es sieht so kindlich aus, weißt du, finde ich. Also, siehst du, ich hab voll vergessen, eine Werbung reinzudonnern. Ich mache nämlich eigentlich immer jede Stunde eine Werbung von 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Zwecks Werbung und so, ne? Wegen Geld, wegen Money. Die hat auch schon eine krasse Oberweite, ne? Halleluja. Meine Güte. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Professor Rujo. Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Hört, hört. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Also wie gesagt, Coach, wenn du das Bild noch hast, dann schmeiß es doch mal bitte mit rein. Auch in Frage. Kreuzungen. Morgen, da bin ich wieder. Alex! Ja, wir sind gleich kurz vorm Ende. Ich hatte es früher so immer gemacht mit Ingame-Rahmen und so weiter, weil damals die Quali nicht so die beste war. Aber wo ich letztens Spider-Man ohne Layout gestreamt habe, also Ingame-Vollbild, nur mit Greenscreen, und war halt von der Quali her besser als erwartet. Ja, das nimmt sich gar nicht so viel, wenn du das über das ganze Bildschirm machst, das Spiel. Das nimmt sich gar nicht so viel. Das sieht manchmal sogar besser aus als so klein komprimiert und gepresst, ne? Und wie gesagt, so ein Rahmen, wenn ich das immer sehe bei Streamer, dann denke ich immer, ja, das sind halt noch Kinder, ja? Also benutzen ja viele sowas noch, ne? Aber ich würde dir das auch nicht empfehlen. Ich würde das über den ganzen Bildschirm machen und dann ist gut, ne? Greenscreen reingekloppt oder halt als Bild reingedonnert deine Kamera und dann passt das eigentlich, dann sieht das gut aus, ne? Und? Also, wir haben unseren Mann, den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. So, gut. Dann würde ich sagen, irgendwas haben wir gemacht auf alle Fälle und dann
Jetzt mussten wir wieder zurück, ne? Ah, okay, die rennen da schon lang, also wird es wahrscheinlich da gewesen sein. Dachte immer, in der Gruppe war es viel klar, aber dass dann eine Diskussion über diese Form kommt. Ja, also bei denen geht halt das alles noch ein bisschen weiter hinaus, ne? Bei dir ist Super Saiyan 4 nicht nur Super Saiyan 4, sondern noch ein bisschen krasser alles, ne? Wer hätte das gedacht? Ist also aber wie gesagt, Richard und Mirko, die sind beide die gleichen Personen. Es ist eine und die gleiche Person. Er schreibt nur manchmal mit diesem Profil und manchmal mit dem anderen Profil. Im Grunde ist es aber der gleiche Typ. Ja? Aber er nimmt es halt wirklich sehr, sehr, sehr krass auf. Ne? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Gut. So, ich habe auch wieder auf das Panzerschwert umgewechselt, weil es von der Offensivleistung ist es höher als die anderen Schwerter, ne? Ich weiß bloß nicht genau, ob man da noch was machen kann. Also ich habe ja schon ein paar andere Schwerter gefunden, ne? So, hier ist wieder was zum Ausruhen. So, wir ruhen uns trotzdem nochmal kurz aus. Ja, aber wir kommen... Er ist so vor, als wären es verschiedene, weil er so unterschiedlich schreibt. Nee, er tut bloß so und das macht er in den Gruppen nämlich auch. Also er schreibt manchmal mit Mirko. Mirko war ja jetzt, ich glaube, über einen Monat gesperrt in den ganzen Gruppen oder auf Facebook gesperrt, weil er halt gemeldet wurde. Und dann schreibt er halt immer mit diesem Richard-Profil. Der hat auch noch zwei andere Profile, mit denen er auch noch schreibt. Da weiß ich aber bloß nicht die Namen, aber der hat noch zwei andere. Mit denen er auch immer schreibt. Ich glaube nämlich auch, dass der Siegfried, der bei Dragon Ball News drin ist, dass der auch Richard ist oder Mirko ist. Ich glaube, das ist der nämlich auch. Weil der nämlich auch so schreibt, weißt du? Nur nicht so offensichtlich, also nicht so offensiv. Aber auch er schreibt so. Und daher würde ich sagen, dass dieser... Erst einmal werde ich. Nein. Dass der auch der ist, aber... Ich sollte doch lieber... So, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Obwohl, aber wie fandst du denn so meine Leistung? Jetzt mal ehrlich. Okay, ich weiß nicht, ob du Resident Evil auch gespielt hast. Aber ich sage mal, da ist doch noch Potenzial nach oben, oder? Das war noch nicht so astrein, ne? Moment. Also ich bin selber ein bisschen skeptisch mit mir. Und, naja. Also es hätte besser laufen können, finde ich. Stehen bleiben! Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also führ uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. Everlance. Everlance hieß er. In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Eris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Ach, komm schon.
Das ist aber jetzt nicht die englische Art. Wieso braucht man 4 Accounts? Genau, ich habe alle Resident gespielt. Naja, man hätte es etwas anders machen können. Vor allem mehr auf die obere Kopfhälfte zielen. Ja, ich glaube, da muss es irgendein Trick geben, ne? Mit den Kopfschüssen. Manchmal sind die ja explodiert und manchmal halt nicht, ne? Manchmal habe ich da 8, 9 Schüsse reingezimmert. Also. Was ist das denn für ein Vieh? Halleluja. Das für ein riesen Tentakelvieh. Also ich glaube auch, da gibt es noch ein paar Verbesserungssachen. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch einiges an Munition sparen können. Also das mit den Birken. Da muss ich wirklich sagen, das war richtig schlecht. Oha. Also das mit den Birken, das war wirklich sehr schlecht. Warum haut der immer mich raus? Also, gibt's doch gar nicht. So, Tifa muss erstmal jetzt Analyse machen, dass wir mal sehen, was das für ein Typ ist überhaupt. So, Strom. Okay, Strom. Strom haben wir. Ach ja, moin. Naja, klar. Jetzt hab ich alles an. Ach so, jetzt schießt er gar nicht mehr. Jetzt macht er. Was für eine Blamage. Jetzt hat er so eine Abrissbamme und jetzt kann er natürlich. Ah, guck mal, der saugt. Ah, okay, der macht neue Sachen. Zu nehmen. Aber ich bin immer so nervös mit dem Controller. Vielleicht sollte ich mit Maus spielen oder so. Okay, er macht neue Glubschis. Oh, es gibt's doch gar nicht. So, bei der können wir auch noch mal Analyse machen. Och, nun komm schon, das gibt's doch gar nicht. Oh, dreimal hintereinander. Ach, komm schon. So, jetzt haben wir das Ding erstmal kaputt gemacht. Ja. Warum kann ich nicht beschwören? Jetzt liegt es an dir. Ich mach Bestes. Wir beschwören erstmal Shiva. Hab die Geschichte nicht mehr richtig im Kopf, aber was macht Cloud wieder so besonders? Cloud macht eigentlich gar nichts Besonderes. Er ist halt, soweit wie ich das weiß, ist er halt in so ein Genexperiment. Nein, okay. Er ist so ein Genexperiment eigentlich. Ich darf hier nicht verlieren. Und er hat die Erinnerung von so einem anderen Ex-Soldaten, der halt wirklich ein Soldat war. Und diese Erinnerung denkt er, wären seine halt, ne? Und irgendwas, er hat irgendeine Verbindung auch mit Sephiroth. So viel weiß ich noch. So, ich muss aber erstmal Cloud retten. Das haben wir gleich.
wechseln. Los geht's, tschüss. Mach alles im neuen Versuch. Okay, wir müssen... Nein, okay, wie macht... Also ich habe die Schieber nicht richtig aufgehoben. Ich habe die Schieber aber nicht richtig vollkommen ausgenutzt. 3000er Schaden ist schon okay. Oh, Tifa ist erstmal kampfunfähig. Aber Barret ist auch down. Tut mir leid. Nicht übertreiben, dafür. Nein, er hat mich wieder. Hier kommt Barret. Was hat er denn für eine Fähigkeit? Ach so. Was macht er denn für einen Scheiß? Das mit dem Gärchen weiß ich nur. Halt habe ich mich gefragt, wieso gerade er gegen Sephiroth ankommt. Naja, er hat halt... Also er ist halt der Held irgendwie. Ich weiß nicht, warum er, wie er da ankommt und warum. Kann ich dir nicht genau sagen. Achso, jetzt verstärkt er sich auch noch. Ja, Moment. Marco-Atem. Das war's. Ja, okay, die explodieren erstmal. Ja, moin. Nein, kampfunfähig, okay. Boah, jetzt liegt es am Barret, ja. Das ist natürlich richtig schlecht gelaufen, muss ich sagen. Das ist doch zum Kotzen, ey. Muss ich mich hier hinter verstecken? Und kann nichts anderes machen als nur abwarten. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Kannst du stehen? Kann ich nicht. Hat er schon wieder so viel Schaden genommen? Mann, 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 okay. Ah, die explodieren halt nur, ne? Selbstzerstörung ist das. So, was mache ich denn jetzt? Ich brauche irgendwas. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Immer vorsichtig bleiben. Oh, du solltest enge machen, Alter. Tut mir leid. Ja, genau. Und weiter geht's. Das ist nicht.
Mann, ey, komm schon. Und dann nehmen wir. Ach komm, leck mich doch. Boah, ich kann nichts machen, ne? Weil ich. Nein! Boah, komm schon, ey, das gibt's doch gar nicht. Der Kampf beginnt erst jetzt. Ja, ich schaffe es noch. Ich schaffe es aber noch. Da gebe ich euch Brief und Siegel, dass ich das hier schaffen werde. So, dann machen wir nochmal Phönixfeder. Auf Cloud. Zusatzangriff. Komm schon! Nee, das kannst du sein lassen. Ich muss das schaffen jetzt. So, geschafft. Meine Fresse, aber das ist ein Drecksvieh. Das ist wirklich ein Drecksvieh. Los, verfolgen wir Hojo. Puh. Das haben wir. Und hier war eine Bank, ne? Also eigentlich hätten wir uns eigentlich hier ausruhen können während des Kampfes, aber leider geht das ja nicht. Leider geht das ja nicht. Also das war schon ein guter Fight, sag ich mal. Ich muss auch echt ein bisschen aufpassen. Also ich gehe, glaube ich, immer zu krass rein in die ganze Sache, glaube ich. Es ist, glaube ich, zu hart, was ich da mache. Und deswegen kriege ich wahrscheinlich auch immer ein paar auf die Mütze. Oder halt öfter mal. Wie sie immer sagen, sobald... weil Son Goku das nicht schafft, den Gegner, dann kann es kein anderer schaffen. Was ist das denn immer für ein, was ist das immer für ein Argument? Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Eris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbold! Unsere Ansichten divergieren wohl. Vermutlich erkennt ihr das nicht. Aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Ab hier kommst du nicht vorbei. Dir werde ich zeigen. So, theoretisch bräuchten wir eigentlich bloß... Eigentlich bräuchten wir ja bloß Feuer, ne? Natürlich haben wir kein Feuer. Energie! Warum kann ich das eigentlich nie einsetzen? Ich verstehe das aber nicht. Hebt Barriere, magischen Brecher, Reflekt und Schild und versucht 2 TP an. Ach so, ist... Ah, okay. Das ist ein Gegenzauber. Ah, jetzt penne ich erstmal. Jetzt kann ich hier das sagen. Ist das alles? Oha!
Schade! Der haut aber ja schon drin, ne? Aber ich glaube, wir machen bei Garrett, Garrett sag ich schon, bei Barrett gleich wieder diese Kanone. Das ist so, was man macht. Obwohl er ja viel abzieht damit, ne? Aber ich weiß, ich glaube nicht, das mit Schießen ist wahrscheinlich ein bisschen besser bei ihm. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Aber das neue Video hat auch schon 8 Likes und ja. 173 Aufrufe, Coach. Richtig nicht. Krass, ne? Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... So, hier hätte nämlich auch die Wahrheit erfahren. Barrett! Geht klar! In Deckung! Yeah. Guck mal, komisch, da hat er seine Knarre, ne? Eigentlich hat er... Ach, guck mal, der andere Hund kommt auch raus. Also diese Katze oder was das da ist. Ihr seid gekommen! Ja. Aris! Tifa! Oh, Lasertypen, die kannte ich noch nicht. Die haben wir noch nicht gehabt. Marlene, geht's gut! Dank dir! Dann gucke ich das nur wir als reden Gast. Später. Das war's dann. Ein Laserschwert sieht voll geil aus, ne? Okay, Elektro. Elektro ist das Zauberwort. Was ist der schon down? So, Sache, der ist schon down. Nee, doch nicht, der ist doch noch nicht down, aber fast down. Ach, komm schon! Ein Nickerchen kannst du später machen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Wieder Kampf und Fehl. Mann. Das gibt's echt nicht. Ich muss so viel Pisse hier schlucken. So, dann annullieren sie wir noch den anderen. Okay, der Magie nur. Der hat doch nur Roller Skates an der Tür. Wieder Tornado-Spin, ist ja klar. Aha, okay, der schießt die ganzen Dinger rum, ne? Also er schießt die ganze Zeit. Nicht übertreiben. Boah, nun tötet ihn doch! Mann! Ach komm, alle drei! Der hat sich verwandelt. Jetzt reden die über Marvel, ne? Über Marvel Comics. Ja.
So, jetzt sind ja nur noch diese Typen, ne? Die sind ja auch gar nicht das Problem. Die danach kommen, die sind das Problem. Ja, also bei Marvel kenne ich mich aber auch überhaupt gar nicht aus, muss ich sagen. Da bin ich überhaupt nicht so im Bilde. Da ist, Antonio ist da viel mehr im Bilde. Also der kennt sich wirklich aus mit diesen, mit diesem Marvel-Universen und alles sowas. Keiner hat von dem neuen. Direkt rufen auf den Felsen. So, den ersten haben wir. Ah, okay, da hat er wieder gesprengt, nämlich. Und dadurch hat er nämlich uns platt gemacht. Ich muss etwas unternehmen. So. Siehst du? Eigentlich geht's ganz gut. Also ganz schnell. Hast du Resident Evil durch? Nee, natürlich hat Resident Evil nicht durch. Ich habe da hinten gespeichert in der Haupthalle. Und dann habe ich aufgemacht. Verschwinden wir. Ja, ich habe nur bis in der Haupthalle. Aber ich habe. Wir haben einiges erlebt. Aber ich habe auch einige Fehler gemacht in dieses Spiel. Die werden wieder persönlich. Ja, das ist immer so. Das artet dann immer aus und dann. Wären sie halt persönlich, ne? Was war denn das bitte? Los! Aerith! Was jetzt? Ihr nach. Gut, weiter geht's. Wir konzentrieren uns auf Final Fantasy. Warum hat denn der ein... Achso, der Schwanz brennt, ne? Der hat am An der Route hat er Feuer, ne? Aber ich fand, in dem Film sah er ein bisschen freundlicher aus, ne? Willst du Streit? Warte! Er tut uns nichts. Er hat gelbe Zähne. Und gezähmt. Nee, ich hatte keine Lust mehr, nee. Aber ich werde es auf alle Fälle weiterspielen. Aber ich werde ab Professor Birken, wo ich da gespeichert habe, da werde ich das nochmal machen und weniger Munition versuchen zu benutzen. Also ich muss das besser trainieren. Also ich sag mal so, Resident Evil war nicht so schlimm wie beim ersten Mal, aber nur weil ich das schon so oft jetzt gesehen habe als Let's Play und alles. Aber... Interessante Frage. Aber es ist trotzdem immer beklemmt, ihr ne? Wollt wissen, also, was ich bin? Das ist komisch halt. Das ist online, ich da kann kannst nur sagen, du keinen die Meinung... Dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Nee, die Meinung kann man ins Gesicht nicht hauen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Der kann reden, ist auch gut. Eine Katze, die reden kann, ist eine Bombe. Läuft doch. 13. Das ist Final Fantasy 13. Das ist ein Cliffhanger zu Final Fantasy 13. Red 13. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun?
Da ist Genova. Genova. Die Alte, die auf dem Metroid auf die Erde gekracht ist. Ach jetzt, guck mal, jetzt sind wir in solchen Erinnerungen drin. Man kann sogar Kommandos geben. Mutter. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Genova. Genova. Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Mutter. Sie sind wieder hier. Ja, und morgen muss ich auch erstmal die ganzen Videos rendern, ey. Die ganzen Livestreams, die ich in letzter Zeit gemacht habe, über 2 Wochen, muss ich alle rendern lassen. Hochladen. Das wird morgen nochmal eine Arbeit. Und morgen kommt auch noch erstmal Dragon Ball Heroes. Morgen kommt erstmal Dragon Ball Heroes. Morgen kommt erstmal Dragon Ball Heroes, Junge. Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Oh, Kapitel 17. Dieses noch und noch eins. Dann sind wir durch. Cloud. Na endlich. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Guck mal, siehst du, jetzt sehen wir sogar mal, wo Arif gelebt hat, ne? Ohne Termin. Kapitel 16. Gut, wir haben Kapitel 16 durch. Wir sind jetzt Kapitel... Ach, guck mal, da gibt's noch eine... Ich habe mir dieses Zimmer mit meiner Mutter geteilt. Es ist alles noch so wie früher. Nichts ist verändert. Krass. Fühlst du dich besser? Sonst leg dich lieber hin. Nee, alles gut. Metallstab. Neue Waffe. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Nein, will ich nicht. Meine Güte. Jeden Morgen haben sie meine Mutter irgendwo mit hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Eris. Es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut. Ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder?
Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir ich fühle mich besser, ja. Fühlst du dich auch besser? Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barrett! Naja, also ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Ja, der Bot pennt wahrscheinlich schon. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Aeris. Ach so, auf meinen Magen, ja. Selbst wenn das Marco ja, das geht. Also es ist nicht mehr so, ist nicht so schlimm krass wie Schindler gestern auf einmal. Zwar ist ein bisschen so flau, immer noch so ein bisschen, aber jetzt nicht mehr so extrem wie gestern. Ne? Gestern war schon ganz schön schlimm. Da hatte ich auch immer das Gefühl, als wenn ich mich übergeben müsste. Aber heute geht's. Heute geht's. Barrett, es ist nicht, wie du denkst. Aber danke der Frage. Nachfrage. Danke. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die Heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Des Planeten, von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja, der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam. Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Aeris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, wisst ihr? Aeris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Aeris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren. Wie Blütenblätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? So, mal gucken, ob jetzt Gambit geht wieder. Ja, das sehen wir noch gar nichts hier, ne? Warum muss man denn eigentlich da hinlaufen, damit sich die nächste Cutscene öffnet? Das endlich ist total komisch. Ich euch gefunden. Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Ach, guck mal, der Witch. Lebt ja noch. Witch. Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira.
Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald. Aha. War das eine Explosion? Anomale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Gamble ist 1000. Ich habe doch 1000 gemacht. Wir machen leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter bitte umgehend evakuieren. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Ich finde es immer cool, dass die Makrosachen hier immer so drin sind in diese Waffen, ne? So, ich will aber schnell. Okay.